Eine Morgenausgabe von Gladiators aktuell. Jermaine Buckner, Kevin Nye und ich sind ausgeschlafen und topfit und berichten euch über alles, was wichtig ist. Kevin, wie immer starten wir mit den Nachwuchspartien und zwar mit dem Rückblick. Am Wochenende standen drei Spiele an. Am Samstagabend wart ihr mit der zweiten Mannschaft in Frankfurt-Griesheim. Genau. Ja, das Spiel konnten wir gewinnen. Das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg mit 74 zu 88. Wir haben viel an unserer Offense gearbeitet. Wir haben versucht, schnell zu spielen. Wir haben den Ball sehr gut bewegt. Wir hatten auch ein sehr ausgeglichenes Scoring. Vier Leute, die zweistellig gescored haben. Und ja, das war im Endeffekt der Schlüssel zum Sieg. Griesheim hat sich sehr lange gehalten, vor allen Dingen durch Jenkins, der super viele Würfe getroffen hat, gefühlt jeden Wurf getroffen hat, aus dem Pick and Roll, aus dem Drive raus, aus dem Dribbling, Pull-up, wirklich die Jungs im Spiel gehalten hat. Der hat 39 Punkte gegen uns gemacht, den haben wir auch nicht wirklich verteidigen können. Aber dadurch, dass wir so eine gute Offense gespielt haben, schnell gespielt haben, konnten wir das Spiel dann gewinnen und die Punkte mit nach Hause nehmen. Sehr gut, war ja gegen einen direkten Konkurrenten in der Tabelle, also das erste von den wichtigen Spielen, die du, glaube ich, in der letzten Woche schon angesprochen hast. Wie geht's da weiter? Genau, wir haben jetzt das nächste Spiel, jetzt am Wochenende, am Samstag, zu Hause gegen Langen. Und das ist auch ein Gegner, den wir schlagen wollen. Der ist auch in der unteren Tabellenhälfte oder im unteren Tabellendrittel. Und das ist ein Gegner, den wir auch schlagen müssen, weil wir einfach die Punkte brauchen. Und ich denke, das wird uns am Samstag auch gelingen. Wenn wir genauso performen wie gegen Griesheim, denke ich, sollten wir das Team schlagen können. Du bist also zufrieden mit dem aktuellen Leistungsstand und der Entwicklung bis hierhin? Genau. Sehr gut. Ja, dann kommen wir zur U16. Die hat ein Heimspiel gehabt gegen Würzburg. Das war ein bisschen nervenaufreibend, aber am Ende auch ein Sieg. Erzähl mal. Genau, also wir haben... Ja, wir sind gleich aufgestartet. Würzburg, das habe ich schon gesagt, ist kein schwaches Team. Das ist ganz im Gegenteil. Das ist ein Team, das sehr stark spielen konnte. Der Topscorer hat gefehlt bei Würzburg, was jedoch nicht heißt, dass sie dann schlechter spielen. Ich fand sogar, dass sie jetzt mehr als Team gespielt haben, nicht immer ihren Topscorer gesucht haben, um denen den Ball näher anzudrücken, sondern wirklich jeder hat gescored, jeder war gefährlich, jeder hat attackiert, jeder hat für Rebounds gekämpft. Und das hat uns echt zu schaffen gemacht, vor allem in der ersten Hälfte. Normalerweise wollen wir immer das physischere Team sein, das Team, das aggressiver spielt. Aber in der ersten Hälfte war es definitiv Würzburg, das aggressiver gespielt hat und auch physischer gespielt hat. Und Gott sei Dank konnten wir in der zweiten Hälfte direkt nach der Halbzeit sehr gut ins Spiel starten, konnten uns dann auch einen kleinen Vorsprung herausarbeiten, der jedoch im letzten Viertel immer weiter geschrumpft ist und dann... kurz vor Schluss, ein paar Sekunden vor Schluss, waren wir 4 Punkte vorne, noch durch Freiwürfe, die wir getroffen haben. Und in der letzten Sekunde trifft tatsächlich noch ein Würzburger einen Dreier, sodass wir dann quasi ganz knapp mit einem Punkt gewonnen haben. Aber der Sieg war wichtig und ob du jetzt mit einem Punkt gewinnst oder mit 10, Sieg ist Sieg. So ist es. Und dann das dritte Spiel war das der U19 gegen Bonn-Rhöndorf. Ja, über weite Strecken gut und ausgeglichen und dann ist es am Ende doch nochmal deutlich geworden. Mhm. Ja, wir haben bis zur Halbzeit wieder sehr gut mitgespielt, haben gut attackiert, haben als Team zusammengespielt. Zur Halbzeit waren wir, glaube ich, 1 oder 2 Punkte hinten, alles absolut in Ordnung. Und Problem war dann, dass Bonn sehr aggressiv aus der Kabine gekommen ist nach der Halbzeit, uns viel Druck gemacht hat und dann direkt einen Run gestartet hat. Dieser Run hat uns so ein bisschen gebrochen und wir konnten uns da nicht mehr zurückkämpfen, haben da auch nicht mehr mit dem Einsatz gespielt, den wir in der ersten Halbzeit hatten und es ist uns schwer gefallen, dann den Ball mehr zu bewegen, aufgrund des starken Drucks in der Defense. Wir hatten viele Turnover, Bonn konnte leichte Fastbreak-Punkte machen und wir haben da nicht mehr gut ins Spiel gefunden und deswegen wurde das Ergebnis leider doch noch so deutlich, dass wir dann mit über 20 Punkten verloren haben, obwohl wir in der Halbzeit noch fast unentschieden gespielt haben.
Ja, das war das letzte Spiel der Hauptrunde. Weiter geht es dann da mit der Abstiegsrunde. Kommen wir gleich zu. Wir starten nämlich jetzt den Ausblick aufs nächste Wochenende. Das Spiel der zweiten Mannschaft gegen Lang hast du eben schon angesprochen. Termin ist Samstag, 17:30 Uhr. Genau. Richtig? AVG MPG Halle? Genau. Perfekt. Ja, hast du da noch was hinzuzufügen? Nee, also ich hoffe, dass der Kader komplett ist, dass wir wieder als Team zusammenspielen und dann bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen. Sehr gut. Mit der U16 geht es zu den Rhein-Neckar Metropolitans am Sonntag. Ja, was ist das für ein Gegner? Ja, ist auch wie jeder Gegner in der Gruppe. Die haben jetzt relativ deutlich gegen Köln gewonnen. Und ich meine mit 80 zu 58, also wirklich sehr deutlich, das ist ein Gegner, der auch schwer einzuschätzen ist, weil die mal so spielen, mal so spielen. Wir müssen da voll konzentriert ins Spiel gehen. Wir müssen da mit unserem stärksten Line-up spielen und um dieses Spiel dann auch zu gewinnen. Also ich denke nicht, dass wir die unterschätzen sollten. Wenn es der Sieg wird, wäre es der 9. Sieg in Folge. Das Genau. erwähnen wir an der Stelle gerne nochmal. Ja, mit der U19 startet jetzt die Abstiegsrunde. Das heißt, die Teams aus unserer Gruppe, die nicht, also alle außer den ersten beiden, die dürfen um die Playoffs mitspielen. Die anderen spielen nochmal eine Runde gegen die andere Gruppe aus dem Süden. Das heißt, da sind dann nochmal 8 Teams in der Gruppe. Genau, und wir Richtig. spielen gegen die 4 Teams, gegen die wir noch nicht gespielt haben, spielen wir einmal Hin- und einmal Rückspiel. Also es werden noch 8 Spiele sein. Noch 8 Spiele, okay. Ja, Genau. das erste davon ist am Sonntag beim TS Jahn München. Genau. Ja, auf jeden Fall schwierig für die Jungs zu bewältigen, wenn du überlegst, dass wir Samstagabend mit der Regionalliga spielen, wo die Hälfte der Jungs auch noch aus der NBBL ist. Das heißt, die spielen bis ungefähr 19 Uhr oder bis 19:30 Uhr, fahren nach Hause, legen sich quasi ins Bett und fahren am nächsten Morgen um 6:30 Uhr oder um 7 Uhr los, um dann in München zu spielen. Das ist natürlich ein super hartes Wochenende für die. Wir werden es so organisieren, dass die eine Hälfte des Teams, die nicht Regionalliga spielt, schon wahrscheinlich einen Tag vorher fährt, dort übernachtet und die zweite Hälfte dann, wie gesagt, sonntags morgens in aller Herrgottsfrühe dann losfahren muss. Genau. Ja, die Gruppe in Bayern kann ich noch nicht so einschätzen. Das ist ja doch, ja, dadurch, dass sie in einer anderen Gruppe sind und wenn die gegeneinander spielen, und selbst wenn du ein Video schaust, ist es schwer da einzuschätzen, wie stark die Gruppe ist. Das wird jetzt das Spiel gegen München zeigen, um da einen ersten Einblick zu bekommen. Und ja, nichtsdestotrotz, wie immer, Vollgas geben, 100% geben und ja, möglichst lange im Spiel bleiben oder vielleicht sogar das erste Spiel gewinnen in dieser Phase. Alles klar, ja, das hoffen wir natürlich. Ja, Jermaine Buckner ist hier. Welcome, Buck. Thanks, appreciate it. You had a free weekend. No game, but I guess a lot of practice. Or what did you do? Well, not a lot. I mean, we had Saturday, we had some time to, relax and spend with the family. It's usually a game day. We came in and trained like usual on Sunday. Okay. So, yeah, it was a good weekend. Nice, nice. Yeah, do you remember what happened 3 years ago? Yeah, I mean, yeah, it was a pretty big time, for myself and my family. Actually, at a point where I wasn't sure, what I was going to do basketball-wise, but I was going to continue playing. As you remember, it was not long before I came back that my wife was in a pretty bad car accident, and considering just staying in Canada and starting transition period there during that time, and I mean, as you know the story, it ended up completely transitioning to coming back to Trier, something that was completely unexpected, for us, and kind of life changing at that point in time because we had no expectations of coming back to Trier, and one message, through Facebook from Enzo to my wife opened up a lot of doors, a lot of opportunity, and the chance to come back to a city that, my family and myself really love and appreciate.
Ja, wir erzählen die Geschichte vielleicht gerade nochmal für alle, die nicht wissen, was hier passiert ist. Vor ziemlich genau 3 Jahren, letzte Woche, hat sich das gejährt. Ja, war bei den Gladiators ein Spot auf der 4 frei. Und einige Fans hatten sich überlegt, was wohl Jermaine Buckner gerade macht, ob er wohl Zeit hat. Und dann wurde festgestellt, dass er da gerade seine letzte Anstellung in Argentinien beendet hatte. Und ja, jemand, der seine Frau kannte, hat einmal eine Nachricht geschickt und dann ging es wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, die Gladiators haben einen Vertrag gemacht und seitdem bist du wieder hier. Ja. Yeah. Now you are nominated as Sportsman of the Year. There's this Vote for Buck campaign. Yeah, you're an important player. What do you think why you are nominated as Sportsman of the Year? that's a tough question. I think for any athlete, it's always hard to answer that question yourself. You know, it's a nomination. It's up to the public and to the fans and to the people who recognize you as an athlete. I mean, for me, it always boils down to the hard work and the effort that you put into your craft and what you love. You know, as you know, with your job, it's the amount of time and the energy and the effort that you put into it and you're dedicated to it that shows results. You know, and I think you know, over the years, I've tried to be as consistent as possible and just being a good teammate, a good team player. I've always been someone who tries to put the team before my individual goals. So just continuing to work every year, train hard, do the extra stuff. As I get older, it doesn't become easier, you know, taking care of the body and trying to keep up with these young guys. You know, they're fast, they're athletic, and as everyone knows, as you get older, you don't get faster and more athletic typically. You know, it takes a lot of extra work. So, yeah, for myself, it's just that, you know, I think you see as basketball fans, which all of us are, we saw a tragic passing, you know, this past week with Kobe, and sometimes it's difficult because it takes like a death or missing someone to really appreciate what they've done. And for myself, Kobe has always been an inspiration, you know, someone who I've looked to, the Mamba mentality, as we call it. You know, it's this drive that you thrive for, you know, to be perfect at something and to be the best that you can at something. And that's something that I've continued to try to do throughout the course of my career. So it's an absolute honor, you know, to be nominated in something like this, because there's a lot of great athletes locally in this area. You know, Jens Roth is actually my neighbor. You know, we see each other every day, like literally, you know, and it's funny because it's not something that him and I have ever spoken about this. We just see each other and he sees me on my way to training. I see him on his way to training, and we're always constantly encouraging each other, you know. And sometimes we've been in the swimming pool together in the off season, training at the same time. So I love Jens, and I love his commitment to his craft as well, you know. And it's just awesome to see the local athletes working hard. You know, Jens is another guy with this Kobe mentality. You know, I often see him in the gym, and I see him working hard. I think he sees me working hard, and we're constantly pushing each other and motivating each other to be better athletes. Also, Vote for Buck bei der TV-Sportlerwahl. Die Links sind überall bekannt. Wir verlinken das bestimmt auch nochmal unter dem Video. Yeah, Buck, you have this one dream. You want to play at the Olympics. You play for the three national team for Canada. So how's the status? Yeah, I mean, we had a really good summer last summer. We improved our world ranking dramatically. I don't think a lot of people expected us to do as well as we did. You know, we were a newer team on the scene. A lot of the 3x3 teams in the countries like Serbia and Latvia, they've been playing together for years, you know, some 10 years or more, you know. And my team is a younger team. You know, we've only been playing together. That the group that we have now, this is our first year playing together, you know. So
For having such a younger group and new group together, we did really well. We traveled a lot this past summer. The guys are still in Canada training now, but I mean, as you know, the team was, we were all over the place. Last summer we were even stationed in Trier for a few days where we trained, and Christian allowed us to get some gym time, and some of the guys from the team came in and trained with us and helped us dramatically that 3 days here to prepare for an event that we were going to in Cyprus. And we put in a lot of work. Right now the guys are at home in Canada training, and in March there's a Olympic qualifying event, 20 teams, top three will automatically qualify. We have a very good group, including Latvia, which is, you know, top three team in the world, the Netherlands, their top five team in the world, ourself, India, and Croatia. So it's not an easy task, but it's something that we're definitely capable of accomplishing. All right. Yeah, you are 36 years old, right? And you already told you that it's not getting easier. But right. What do you think? How long are you going to play? Yeah, you know, that's a question I get asked frequently, you know. And it's funny because, you know, 3 years ago, 4 years ago, I would have told you one more year, you know. 2 years ago, I would have told you one more year. 5 years ago, I probably would have told you one more year as well, you know? And this year, it's the thing about it, it's like I said, it goes back to the Kobe thing. And it's such a privilege to be able to do a job that you love to do, you know? I think this season, I've really enjoyed playing with a group of guys who want to compete every day. And I think in our minds believe that we can accomplish something really special. And, you know, again, that motivates me to be better every day, to bring the best of myself every day. I think at this point with my body, I think, you know, I'll have to see at the end of the season how I feel and if I can play another year, if I want to play another year, if the opportunity presents itself for me to play another year. But I think at this point in time, it's just taking it day by day, minute by minute. Okay. Yeah. The next day, your next game is at Tübingen. So, what's the game plan? Yeah, we're preparing for them now. Like you said, we had last weekend. We'd had no game, so they gave us a little bit of extra time to focus on Tübingen. You have a little extra time to watch film on the team. 2 weeks to prepare rather than 1 week. They're good, you know. They're a team that struggled a little bit earlier in the season, but they look like they're really coming together. They're good with their transition defense. They're aggressive offensively. When they're able to get into their offense, they look really good, you know. And as you know, our mentality, especially this year, is to really get up into guys on defense and to bring defensive intensity. So that's what we've been working on for the past few days and preparing for them. And like we do every week, just preparing our defense and trying to get ready. And you know, in this league, it's any team can beat any team. And it's always difficult to go on the road and beat teams in front of their home crowd when they're shooting on their rims in their home gym. But that's definitely something that we have to step up to the plate with and be better with is approaching road games with the type of intensity that we approach our home games with. Mm-hmm. Also, heute Abend, wenn ihr das seht, 20 Uhr das Spiel in Tübingen, wie immer live zu sehen bei Altango. Und das nächste Heimspiel ist schon am Sonntag gegen Heidelberg. That's always an interesting opponent. Yeah, always. Like you said, Sunday, Heidelberg, that's a... It's a huge game for us. I love playing against Heidelberg. You know, there's something special about it. You know, especially after the experience we had a couple of years back in the playoffs. That was, I think, out of my 14 years playing professionally, that might be my favorite playoff series, just because of the, you know, I have such a high respect for a guy like Eli. Chiron Eli, you know, as a player, as a competitor,
He reminds me so much of myself in so many ways, and him and I've had a lot of conversations. Unfortunately, he's out for the season, you know, due to injury, but there's something special about that Heidelberg team, the way that they play. They kept a very strong core together for a lot of years, and I think our fans might enjoy it more than I actually enjoy it, like the little rivalry that we've created, you know, and their fans as well. And going into their place is always exciting. It's not too far. It's kind of like a derby game. It's not that far of a drive. I'm sure a lot of their fans will come to the game as well. And at this point in the season, everybody's fighting for something. You know, either you're fighting for good playoff position, top seed, or you're fighting to get into the playoffs, or you're fighting not to be relegated. So the second half of the season is always going to be, every game is going to be tough. All right. Thanks a lot, Jermaine Wagner. Danke an Kevin. Danke an euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Ciao. Ciao.